Hallo Sammlerfreunde, ich melde mich ganz kurz zu Wort. Ich habe heute ein Paket bekommen von niemand geringeren als von der Firma Hasbro. Kenner. Von der Firma Hasbro. Da drinnen befinden sich Star Wars Figuren. Es fühlt sich gut an. Ich meine, es fühlt sich richtig gut an. Ich weiß noch nicht genau, was da drin ist. Ich habe den Inhalt noch nicht gesehen. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Ich glaube, wir haben gerade Weihnachten 1985. Der Schweizer ist bereit. Ich öffne das erste Band. Das zweite. Leute, das ist gerade ein Gefühl wie Weihnachten. Immer zusammenklappen. Wow. Black Series. Wow. Black Series. Oh, meine Güte. Hey Leute, ihr müsst den sehen. Guckt euch den mal an. Hey, das ist der Hammer, als würde die Figur, als würde der leben. Das, wow, das ist ganz aktuell 2022. Wahnsinn. Warte, wir haben ja noch andere Sachen. Ah, Retroplay. Guckt euch das mal an. Retro-Play-Figuren. Oh, sind die geil. Das sind die Figuren, die wo genauso aussehen wie die, wo wir als Kind hatten. Genau das gleiche Design. Hey Leute, ich bin 10 Jahre alt. Ich bin 10 Jahre alt gerade. Die Star Wars Retro Collection ist inspiriert von den Star Wars Figuren der 1970er Jahre. Ganz authentisch im Design der Originalfiguren mit allen Details. Ja. Ha! Bo-Katan im Retro-Play-Outfit. Leute, ich muss als erstes gucken, dann dürft ihr gucken. Hey Leute, das ist echt Hammer hier, der Retro-Play-Aufkleber. Genau diese Figuren haben wir damals als Kinder in den Läden gesehen. Ich habe ja schon viel von den Retro-Plays angehabt, aber es. Jedes Mal, wenn man das in die Hand nimmt, ey, das ist wie 1984-85. Boba Fett mit Retro-Play. Jackpot. Boba Fett. Der ist immer gut. Egal. Boba Fett. Der sieht richtig cool aus. Ah, was gibt's noch? Ah, das sind noch zwei. Oh. Der schwarze Sturmtrupper. Den habe ich schon im Internet gesehen bei der Vorankündigung. Guckt ihn euch an, der schwarze Sturmtrupper. Ich weiß, ein Klassenkamerad von mir hatte auch einen schwarzen Sturmtrupper als Kind. Ja, nix mit Limited Edition. Made by Edding. Hey, also, da machen wir jetzt wirklich verdammt gute Sendungen draus. Ahsoka. Hey, guck mal, Ahsoka. Ja, okay, ich halte ein bisschen länger rein, dass ihr es auch seht. Ahsoka. Die Figur, Leute, die Figur ist wunderschön umgesetzt. So richtig schön im Stile der 70er, 1980er Jahre. So wie wir sie damals als Kind hatten. Hey, ich habe gerade einen richtigen Retro-Flashback. Naja, steht ja auch hier, Retro. Hey,
allein die Rückseite hier mit dem Doppelmetallrahmen und hier vorne. Ey. Das war's. Also Leute, ich bin gerade richtig happy. Guckt es euch mal an. Da machen wir richtig wunderschöne Sendungen draus. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Janina bedanken von Hasbro, dass sie mir die Figuren zugeschickt hat. Da machen wir wirklich garantiert wunderschöne Sendungen draus. Und ich werde euch die Figuren in allen Einzelheiten zeigen. Versprochen. Ich zeige euch mal ganz kurz, welche Figuren dabei waren. Hey Leute, ich bin gerade richtig happy. Hey. Flashback in die Kindheit. So, ich zeige euch jetzt mal kurz, was alles dabei war. Black Series. Guckt euch mal dieses Kunstwerk an. Also der sieht echter aus als der echte. 2022. Boba Fett war ja auch dabei. Ahsoka. Die ist richtig gut getroffen. Retroplay. Da freue ich mich schon darüber, eine Sendung zu machen. Am besten, ich mache immer zwei Figuren pro Sendung. Neben dem Boba Fett war auch der imperiale Death Trooper dabei. Da kommt die Vitrine. Aber keine Sorge, ich werde euch zeigen. Ich werde sie auspacken. Warum gab es die Figuren nicht schon bei uns in der Kindheit? Also ganz herzliches Dankeschön an Hasbro. Also das ist echt ein feiner Zug. Bo-Katan. Ja. Aber der coolste ist natürlich Boba Fett. Die letzte Figur, oh, habe ich noch gar nicht erwähnt. Wusstet ihr, dass Boba Fett auch dabei ist? Ich bin gerade richtig happy. Der sieht er mal. Ich habe Boba Fett schon in allen Varianten und ich habe immer noch nicht genug. So, das war's von meiner Seite. Vielen Dank nochmal, Janina von der Firma Hasbro. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen und bei meinen Fans und ich freue mich schon darauf, Reviews zu machen.